Die Präsidentschaftswahlen in den USA haben mit einem klaren Sieger geendet. Donald J. Trump. Da wir uns heute hier bei Visual Economic befinden, halten wir es für an der Zeit, über die wirtschaftliche Vision des nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten zu sprechen. Über Donald Trumps Plan für Amerika. Trump war bereits im Weißen Haus. Er hatte bereits 4 Jahre Zeit, um zu regieren und dem Rest der Welt zu zeigen, was seine Pläne sind, um Amerika wieder großartig zu machen. Und seien wir ehrlich, alles deutet darauf hin, dass eine zweite Präsidentschaft des Wirtschaftsmagnaten noch einmal dasselbe sein wird. Aber dieses Mal auf Steroiden. Trumpismus 2.0. Jetzt mehr Trump als je zuvor. Aus welchem Grund? Nun, ganz einfach. 2016 war Trump ein Außenseiter, der sich fast wie durch ein Wunder die Nominierung der Republikaner sichern konnte. Wie wir in einem kommenden Video erklären werden, wollte Trump eigentlich nie Präsident werden. Für ihn ging es bei der Kandidatur eher darum, sich persönlich als der große Gegner der Demokraten zu profilieren. Die Realität ist, dass es 2015 niemanden interessierte, ob Donald Trump wirklich den Nachfolger eines so etablierten Führers wie Obama schlagen konnte oder nicht. Nun, er hat die Volksabstimmung nicht wirklich gewonnen. Mehr Amerikaner haben für Clinton gestimmt als für Trump. Aber dank des Wahlsystems wurde Trump schließlich durch die Anzahl der Mitglieder des Wahlmännerkollegiums gewählt. Es war wirklich verrückt. Und Trump fand sich plötzlich als Präsident des Landes wieder, ohne damit zu rechnen. Heute sind die Umstände jedoch ganz, ganz anders. In diesen 4 Jahren hat sich Trump an das Amt des Präsidenten gewöhnt. Es gefiel ihm. Er wollte seine Macht festigen. Und dafür hat er die Mehrheit seiner Partei auf seine Seite gezogen und viele gleichgesinnte Beamte in den Institutionen eingesetzt. Wollt ihr ein paar Beispiele? Da wären die 3 Mitglieder des obersten Gerichtshofs, die er nominiert hat. Und auch wenn dies manchmal überbewertet wird, so ist es doch wahr, dass es sich dabei um Richter handelt, die eher für Dinge stimmen, die die republikanische Partei begünstigen. Nun, das soll nicht heißen, dass alle von Trump ernannten Richter Marionetten sind. Powell von der Federal Reserve hatte viele, viele Auseinandersetzungen mit Trump. Und Mike Pence hat sich nach den Ereignissen vom 6. Januar mit dem Angriff auf den Kongress mit ihm angelegt. Für viele würde Pence zu einem Gegengewicht zum Trumpismus, sowohl in der Regierung als auch in der republikanischen Partei. Eine Person, die Ernsthaftigkeit und Zurückhaltung in die Exzentrizitäten des neuen Inhabers des Weißen Hauses brachte. Aber das ist jetzt vorbei. Donald Trumps neuer Vizepräsident wird nicht Mike Pence sein, sondern J.D. Vance, ein Mann, in dessen Adern Trumpismus fließt. Während seiner ersten Amtszeit musste Trump also viele Zugeständnisse an den gemäßigteren Flügel seiner Partei machen. Ihm waren die Hände gebunden. Aber alles deutet darauf hin, dass er diesmal freie Hand hat, um seine Vision von Amerika umzusetzen. Ob zum Besseren oder zum Schlechteren. Was würde dann passieren? Das werden wir euch in diesem Video erzählen. Trump hat die Zölle auf chinesische Waren erhöht, von Waschmaschinen bis hin zu Solarzellen. Zölle, zu denen Biden dann noch Öl ins Feuer goss. Oder sollte ich sagen Brennholz? Er goss pures Benzin drüber. Während Trump durch die Strafzölle auf chinesische Importe 75 Milliarden Dollar eingenommen hat, hat Biden 135 Milliarden Dollar eingenommen. Und natürlich wissen wir inzwischen alle, dass Donald Trump ein sehr schlechter Verlierer ist. Also hat er vorgeschlagen, diese Zahl in den Schatten zu stellen. Trumps Zölle aus dem Jahr 2016 sind von durchschnittlich 3% auf 12% gestiegen. Jetzt will er sie auf 60% erhöhen. Und schauen wir mal. In der Wirtschaft gibt es viele Dinge, die von der jeweiligen Situation abhängen. Aber es gibt andere, die immer wahr sind. Zölle werden von den Verbrauchern bezahlt, den gewöhnlichen Amerikanern, die ausländische Produkte kaufen. Was bedeutet das? Im Grunde, dass Trump eine der größten Steuererhöhungen in Friedenszeiten in der Geschichte des Landes vorschlägt. Eine Steuererhöhung, die zudem sehr regressiv ist. Denn ja, Zölle schaden den ärmsten Verbrauchern am meisten, denjenigen, die billige Produkte aus anderen Ländern kaufen müssen. Aber nicht nur das. Die Zölle zwingen die Unternehmen auch dazu, höhere Preise für die Rohstoffe zu zahlen, die sie früher in China gekauft haben, sodass sie letztendlich an Produktivität verlieren, die Reallöhne sinken und die Preise steigen. Das Ergebnis? Als Folge dieser Politik ist das US-BIP um schätzungsweise 0,2% gesunken. Das alles wird Donald Trump natürlich nicht davon abhalten, noch einen draufzusetzen. Für ihn sind die Misserfolge, wenn er sie überhaupt als Misserfolge anerkennt, die Folge davon, dass er Zölle verhängt hat, die zu gering waren. Aber Achtung, falls die 60% Zölle auf chinesische Waren euch überrascht haben, glaubt mir, es ist bei Weitem nicht ihre schlechteste Handelspolitik. Denn seht mal, man könnte argumentieren, dass all die Kosten, über die wir bereits gesprochen haben, der Preis sind, den wir im Gegenzug für den Sieg über einen gefährlichen geopolitischen Feind zahlen müssen. Mit anderen Worten, wir werden ärmer, aber zumindest verliert China an Stärke. Das Problem dabei?
Nun, dieses Argument mag Sinn machen, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Denn was nicht den geringsten Sinn ergibt, ist der Vorschlag der Trumpisten für einen Universalzoll. Das heißt, ein Zoll, der nicht nur China betrifft, sondern alle ausländischen Produkte, auch wenn sie aus verbündeten Ländern wie den europäischen kommen. Das würde bedeuten, dass die amerikanische Handelspolitik wieder so wird, wie sie während der großen Depression war. Um euch eine Vorstellung davon zu geben. Viele Wirtschaftswissenschaftler glauben, dass die Zölle aus dieser Zeit eine der Hauptursachen für den Crash von 1929 waren. Und aufgepasst, denn diese Zölle, bis zu 20%, würden für alle Produkte gelten. Aber darüber hinaus müsste man auf die Produkte, die einen Extrazoll haben, noch mehr drauflegen. Um Trumps Position ein wenig zu verteidigen, könnte man sagen, dass die USA bereits in der Vergangenheit viel höhere Zölle hatten, und zwar im 19. Jahrhundert. Genau in dem Jahrhundert, in dem das Land zur führenden Weltmacht wurde. Also wären sie doch gar nicht so schlecht, oder? Außerdem könnten mit dem eingenommenen Geld andere Steuern abgeschafft werden. Denn Trump hat zum Beispiel davon gesprochen, die Bundeseinkommenssteuer komplett abzuschaffen. Was man jedoch oft nicht berücksichtigt, ist, dass der Anteil der Bundesregierung an der Wirtschaft damals weniger als 2% betrug und nicht 30% wie heute. Außerdem haben viele Wirtschaftswissenschaftler wie Douglas Irwin die Angelegenheit untersucht und sind zu dem Schluss gekommen, dass diese Zölle nicht dazu beitrugen, die neu entstehende US-Industrie zu schützen, sondern sie vielmehr weniger wettbewerbsfähig machten. Wenn eines klar ist, dann, dass die Zölle mehr Geld für die Regierung einbringen werden. Die Frage ist also klar, wie will sie es ausgeben? Trump ist sich sicher, er will die Steuern senken. In seiner letzten Amtszeit hat der republikanische Präsident bereits den Unternehmenssteuersatz von 35% auf 21% gesenkt. Das hatte sehr positive Folgen. Tatsächlich wuchs das BIP stärker als das, was der Staat nicht mehr einnahm. Trotzdem sind die Schulden in die Höhe geschnellt und es sieht so aus, als wolle Trump diesen Weg weitergehen. Er will die Steuern weiter senken, von 21% auf 15%. Mit anderen Worten, die USA würden zu einem der Länder mit der niedrigsten Unternehmenssteuer der Welt werden. In diesem Sinne hat Trump auch umfangreiche Steuererleichterungen für Unternehmen vorgeschlagen, die in die Verbesserung ihrer Produktivität investieren. Das heißt, solange all diese Investitionen mit amerikanischen Arbeitskräften und Anlagen getätigt werden. Dein Unternehmen möchte also eine effizientere Maschine aus einer europäischen Fabrik kaufen? Tut mir leid, dann musst du da eben alle Steuern zahlen. Auf der anderen Seite hat der designierte Präsident vorgeschlagen, die Besteuerung von Überstunden und Trinkgeldern im Gastgewerbe abzuschaffen. Übrigens war diese Idee offenbar so populär, dass Kamala Harris sie innerhalb von 2 Tagen nach der Ankündigung des Republikaners kopierte. Doch populär bedeutet nicht automatisch gut. Um euch eine Vorstellung zu geben. Mit dieser Maßnahme würde der Staat 50% mehr Einnahmen verlieren als mit der Senkung der Körperschaftssteuer. Genauer gesagt, 300 Milliarden Dollar würden über 10 Jahre verloren gehen. Und als ob das Einnahmeloch nicht schon klaffend genug wäre, will Trump auch noch, dass die Sozialversicherungsleistungen von Senioren nicht als Einkommen gezählt werden und somit von der Steuer befreit sind. Fazit? Trump schlägt eine brutale Erhöhung von 55-80% der öffentlichen Renten vor. Eine Zahl, die dem gesamten BIP ganzer Länder wie der Ukraine oder der Slowakei entspricht. Und wenn wir all dies mit einer deutlichen Erhöhung der Verteidigungsausgaben, einer Verstärkung der Grenze zu Mexiko und anderen kleineren Programmen kombinieren, würde Trump die Staatsverschuldung in die Stratosphäre treiben. Konkret schlägt Trump vor, in den nächsten 10 Jahren die Steuern zu senken oder die Staatsausgaben um 10 Billionen US-Dollar zu erhöhen. Aber die neuen Zölle würden kaum 2,7 Milliarden US-Dollar einbringen. Aber ist es nicht so, dass Trump die Staatsausgaben stark kritisiert? Beschuldigt er nicht die Demokraten, Geld wie Heu auszugeben? Ja, das tut er. Zum Beispiel will er Bidens Ausgaben zur Ankurbelung der Wirtschaft streichen. Das würde jedoch nur 0,7 Billionen der 7 Billionen Dollar einbringen, um die Trump das Defizit erhöhen will. Wie sich herausstellt, mag Trump also doch öffentliche Ausgaben. Was er nicht mag, sind öffentliche Ausgaben der Demokraten. Natürlich hat Trump noch eine Geheimwaffe. Seinen neuen besten Freund, Elon Musk. Seit seinem Attentat sind Trump und Musk unzertrennlich, wie Pech und Schwefel. Der Tesla-Besitzer hat nicht nur öffentlich seine Unterstützung angekündigt, sondern beteiligt sich auch aktiv an seiner Kampagne und hat bestätigt, dass er gebeten wurde, eine Kommission zu leiten, die mit der Entlassung unproduktiver Beamter beauftragt ist. Die Idee ist, dass er wiederholt, was er bei X, ehemals Twitter, getan hat. Die Hälfte der Mitarbeiter entlassen und alles am Laufen halten. Obwohl, zu sagen, dass X reibungslos läuft? Naja, wir werden sehen. Darüber hinaus will er auch alle Kriterien der
Inklusivität bei der Einstellung von Beamten streichen. Mit anderen Worten, er will Schluss machen mit einer Politik, die einige Kandidaten über andere stellt, nur weil sie Frauen sind oder einer ethnischen Minderheit angehören. Exzellenz soll über alles andere gestellt werden. Aber seien wir ehrlich, das ist dasselbe, was alle Politiker sagen, dass es ausreicht, die Cowboys und ein paar dumme politische Maßnahmen zu streichen, um massive Erhöhungen der öffentlichen Ausgaben zu finanzieren. Und sie haben nie recht. Nicht einmal im Fall von Javier Milei, der am Ende gezwungen war, Renten und öffentliche Beihilfen zu kürzen. Und das ist keine Kritik. Aber so wie die Dinge liegen, werden Haushaltslöcher nicht durch die bloße Kürzung einiger Faulenzer gestopft. Dennoch haben nicht alle wirtschaftspolitischen Maßnahmen mit Steuern oder öffentlichen Ausgaben zu tun. Jenseits des Defizits. Trump hat vorgeschlagen, eine alte Idee des Ökonomen Milton Friedman wiederzubeleben: Schulgutscheine. Die Idee ist ganz einfach. Anstatt jedem Kind eine Schule zuzuweisen, erhalten Familien einen Scheck, mit dem sie ihr Kind auf die Schule schicken können, die sie für richtig halten. Dies kann bereits durch den Besuch einer Privatschule geschehen. Aber in diesem Fall zahlt die Familie zweimal. Einmal für die Privatschule und einmal für den Platz in der öffentlichen Schule über Steuern. Diese Idee ist ziemlich gut und wir haben sie bereits in einem früheren Video besprochen, das ihr hier sehen könnt. Wichtig zu wissen ist, dass dieses Modell bereits in verschiedenen Teilen der USA getestet wird, von Los Angeles bis North Carolina. Und die wissenschaftlichen Arbeiten, die wir gesehen haben, zeigen recht positive Ergebnisse. In Los Angeles beispielsweise haben Gebiete, in denen es einen Wettbewerb zwischen Schulen gibt, dazu geführt, dass die Schüler bessere Noten bekommen und, was noch wichtiger ist, die Wahrscheinlichkeit, dass sie aufs College gehen, ist deutlich gestiegen. Auf diese Weise will Trump auch das Bildungsministerium abschaffen. Wie viel Geld würde das einsparen? Nun, genug, um die Senkung der Körperschaftssteuer auf 15% zu finanzieren. Andererseits will der designierte republikanische Präsident das Leben der Amerikaner durch eine massive Abschiebung illegaler Einwanderer verbessern. Es ist nicht überraschend, dass Trump über Kriminalität und Drogen spricht, aber es gibt auch drei wirtschaftliche Argumente. Das erste ist, dass Einwanderer viel vom Wohlfahrtsstaat konsumieren. Darüber besteht kein großer Konsens und die Schätzungen variieren zu stark. Es gibt wissenschaftliche Artikel, die schätzen, dass nur Einwanderer ohne Abi negativ sind und andere, die nur diejenigen mit einem Uni-Abschluss als positiv einstufen. Das zweite Argument ist, dass weniger Einwanderer zu einer niedrigeren Inflation führen. Reines Angebot und Nachfrage. Wenn die Nachfrage sinkt, weil weniger Einwanderer konsumieren, sinken die Preise. Trump berücksichtigt dabei jedoch nicht, dass bei einer Ausweisung von Einwanderern auch das Arbeitskräfteangebot sinkt und die Inflation sogar steigen könnte. Genau das haben wir bei anderen Abschiebungsprogrammen in den Vereinigten Staaten gesehen. Die Immobilienpreise stiegen, wenn Einwanderer ausgewiesen wurden, weil das Angebot stärker zurückging als die Nachfrage. Aber es gibt noch ein drittes Argument. Einwanderer die Löhne der einheimischen Arbeitnehmer senken. Und hier gibt es durchaus einen Punkt. Auch hier gibt es keinen großen Konsens, aber die am häufigsten zitierten Schätzungen gehen davon aus, dass sich die Zuwanderung negativ auf einheimische Arbeitnehmer ohne Highschool-Abschluss auswirkt, insbesondere kurzfristig. Aber natürlich gründen Einwanderer langfristig auch Unternehmen und schaffen Arbeitsplätze. Sie sorgen auch dafür, dass die besten Arbeitskräfte viel produktiver sind. Denkt an einen leitenden Ingenieur, der in Teilzeit arbeitet, um sich um sein kleines Kind zu kümmern. Durch die Einwanderung könnte er sein Kind für sehr wenig Geld in die Obhut einer Betreuungsperson geben und in Vollzeit arbeiten, wodurch sich sein Gehalt verdoppeln würde. Und nicht zu vergessen die Steuern, die er an die Staatskasse leistet. Also, egal ob man die Einwanderung befürwortet oder nicht, die USA sind nicht Schweden. In Schweden ist die Einwanderung ein viel größeres Problem. Auf jeden Fall ist dies nicht das Ende von Donald Trumps Plan. Öl. Die neue Gans, die Onkel Sams goldene Eier legt. Der designierte Präsident will die Produktion durch die Abschaffung von Umweltvorschriften ankurbeln. Hier könnten die von ihm ernannten Richter des obersten Gerichtshofs seine besten Verbündeten sein. Denn während dieser Amtszeit haben sie die Chevron-Doktrin aufgehoben. Ein Gerichtsurteil, das den Regulierungsbehörden viel Macht bei der Auslegung von Gesetzen gab. Jetzt hat der Kongress mehr Möglichkeiten, diese Vorschriften zu beseitigen oder zu vereinfachen. Und nachdem dies gesagt wurde, ist es an der Zeit, zum letzten Block von Trumps Wirtschaftsvorschlägen überzugehen. Vorschläge, die im öffentlichen Diskurs immer mehr an Präsenz gewinnen. Die Geldpolitik. Powell, aufwärmen. Sie sind dran. Trotz der Nominierung von Jerome Powell zum Chef der Fed durch den republikanischen Präsidenten kam es immer wieder zu Konflikten. Trump möchte niedrige Zinssätze, um sein enormes Defizit zu finanzieren. Und Powell hat die Pflicht, die Zinssätze hochzuhalten, um die Inflation vollständig unter Kontrolle zu haben. Und genau das tut er. Die Fed bleibt eine unabhängige Institution. Etwas, worüber Trump nicht erfreut ist. I think I have the right to say that, you know, I think I'm better than he would be. I think I'm better than most people would be in that position.
I think I have the right to say I think you should go up or down a little bit. Dies ist eine der größten Sorgen der Ökonomen in Bezug auf Trumps neue Amtszeit, dass die Unabhängigkeit der Fed endet und die Inflation wieder ungehindert steigen wird. Trumps Geldpolitik ist hier jedoch noch nicht zu Ende. Wie wir euch in diesem anderen Video gesagt haben, ist sein geldpolitisches Ziel klar, den Dollar abzuwerten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein starker Dollar es den USA ermöglicht, sich fast kostenlos Geld zu leihen, aber im Gegenzug den Industriesektor des Landes schwächt, wodurch es schwieriger wird, mit anderen Ländern zu konkurrieren, die eine abgewertete Währung haben, die ihre Exporte billiger macht. Natürlich ist ein wesentlicher Bestandteil von Make America Great Again die Reindustrialisierung des Landes. Und wir sprechen nicht nur über die Errichtung einer neuen Mikrochip-Fabrik, wie es Biden tut und anscheinend recht erfolgreich tut, sondern auch über Fabriken mit viel geringerer Wertschöpfung. Die Art von Fabriken, die vor 20 Jahren nach China gingen. Wow, die USA werden wieder zur Weltmacht. Zum Riesenproduzenten von billiger Kleidung, die bisher in Bangladesch hergestellt wurde. Spaß beiseite. Erinnert ihr euch, als wir euch sagten, dass Zölle mit einer anderen Star-Politik von Trump kollidieren? Nun, hier liegt der Konflikt. Lasst mich das erklären. Wenn ein Land Zölle erhebt, führt dies zu einer Aufwertung seiner Landeswährung. Aber das ist das Gegenteil von dem, was Trump tun will. Aber Moment, da ist noch mehr. Der designierte Präsident hat davon gesprochen, Länder zu bestrafen, die entdollarisieren wollen. Und wir sprechen hier nicht von dollarisierten Ländern wie El Salvador, die zu ihrer Landeswährung zurückkehren wollen, sondern von jedem Land, das den Dollar nicht mehr als Reservewährung verwenden will. Das ergibt nicht den geringsten Sinn. Die Menschen nutzen den Dollar als Reservewährung, weil er sehr stark und stabil ist und von einem staatlichen Garanten abgesichert wird. Die Tatsache, dass der US-Dollar so gefragt ist, macht ihn letztendlich zu einer so starken Währung. Wenn man also die Menschen daran hindert, den Dollar abzuschaffen, verhindert man, dass der Dollar an Wert verliert, was genau das ursprüngliche Ziel war. Kurz gesagt, es ergibt keinen Sinn. Insgesamt sind die Prognosen nicht allzu optimistisch. Niedrigere Steuern, die sich nicht selbst tragen, mehr öffentliche Ausgaben, ein riesiges Defizit und eine Handelspolitik, die nicht nur die USA vor ihren geopolitischen Feinden, sondern auch vor ihren wichtigsten Verbündeten abschottet. Aber jetzt, wo wir so weit gekommen sind, seid ihr an der Reihe. Wird eine neue Amtszeit wirklich eine Wiederholung des Trumpismus von 2016 bedeuten, aber auf Steroiden? Welche Politik findet ihr besser oder schlechter? Ihr könnt uns eure Antworten in den Kommentaren hinterlassen. Und wie immer, vergesst nicht, dass wir hier auf Visual Economic jede Woche neue Videos veröffentlichen. Abonniert also diesen Kanal und klickt auf die kleine Glocke, damit ihr keines unserer Updates verpasst. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Gefällt mir. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.